Ja, danke. Hallo miteinander und willkommen zu meinem neuen Video, wo ich mich abgemacht habe mit dem Stefan Angern, dass ich sein Produkt ausprobieren und zwar Darmfit, Menschfit in 30 Tagen zu neuer Vitalität, Wohlbefinden und Gesundheit. Da ich das nicht allein machen will, habe ich mir den Testhund wieder ausgelehnt. Ihr kennt das sicher noch aus dem Video raus, wo wir Antigen-Test gemacht haben. Und jetzt bist du mein Testhund. Ist das gut? Du bist mein Assistent. Namen mit dir, Darmfit. Ist das gut so? Vertrau mir, okay? Vertrau mir. Das ist meistens mein erster Fehler. Ist das gut? Ups. Nicht? So. Na? Schau mal. Du kriegst schon mal eine Belohnung, für das, dass du vor der Kamera gekommen bist. Ja? Nein, ich möchte nicht dürrlich quälen, gell? Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Du sagst, du dünn pfiff und dann lehre ich schon eh nicht umeinander. Machen wir bei dir kein Darmfit. Ist das gut? Okay. Ist das gut? Kein Darmfit. Komm, der ist schon wieder runtergekommen. Aber, die haben jemand anderes da. Die kennen das sicher. Aus dem Video raus. Der mal ohne Helm und ohne Händchen. Ich präsentiere den Star. Meine freiwillige Assistentin. Weißt du, was du dich einlassen hast? Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt schon froh, haben wir zwei Klos da. Der passt besser. Komm, schau da. Das macht man nicht alles, um den Hund zu schützen. Ja. Also, du machst Darm und ich finde, wie sagt man dem? Kur. Kur. Oder? Da haben wir ziemlich lange herumgestudiert und zwar wird alles zusammen erklärt und dort drinnen ist, was in im Darm alles so losgeht, wie die Nahrungsaufnahme ist, Immunsystem zu 80% vom Darm geregelt. Das ist in der heutigen Zeit auch nicht schlecht, oder? Mhm. Und ja, vegetatives Nerven, ja, da kann man selber durchlesen. Da geht es eigentlich darum, was wir heutzutage für Zeug essen, oder? Ist nicht mehr so biologisch abbaubar wie auch schon. Das Schnitzel ist Biofleisch? Ja, selbstverständlich. Denn was das macht und was ich ein Problem habe, ist da. Fortschritte und mögliche Symptome während der Entgiftungsphase. Sind ja hot Symptome? Bessere Belastbarkeit, Ausgeglichenheit, Stehvermögen und Hochgefühle. Wir gehen nach vorne in die Waage und machen einen kleinen Hopp. Nicht sicher gemeint, dass man wach bleibt, oder? Aha. Weißt du, Stehvermögen? Der macht so lange Stopp. So ist das gemeint. Erhöhte Konzentrationsfähigkeit, besseren Schlaf und mehr Energie. Wow, Alter, volle Ladung. Bessere Verdauung und Fettverbrennung, saures Aufstoßen verschwindet, besseres Hautbild, Minderung von Zellulite und glänzendes Haar und stärkere Nägel. Okay. Dann gestärktes Immunsystem, schwindende Kopfschmerzen und Migräne. Das ist etwas eher für dich. Anna hat Migräne. Hey. Ich muss jetzt zuerst Migräne überkommen, dass ich verschwinden kann. Anna hat Migräne. Nein, ich kann tiefes Zeit. Okay. Hormonbalance und deutliche Dämpfung von Wechseljahrbeschwerden. Das habe ich seit kurzem gemerkt, dass wenn man älter wird zum Beispiel, kann man nicht mehr kontrollieren, wie einem so ein Pupserl entweicht. Das ist etwas nicht für uns. Und noch. Da habe ich jetzt das Problem. In der ersten Phase können Symptome auftreten, die sich mit fortschreitender Entgiftung verlieren. Diese Reaktionen sind völlig normal. Sie machen sich umso stärker bemerkbar, je belasteter der Organismus ist. Also je schlimmer dass man zweig ist, desto schlimmer wird das. Und zwar Müdigkeit, schwäche Kopfschmerzen, kommt eine Migräne wieder, kriege ich Migräne, Durchfall, Blähungen und leichte Übelkeit. Oh shit! Hey. Hautausschlag, Schweiß und Appetitlosigkeit. Ja gut, aber wir verlieren ja nicht gerne, wir sind Gewinnertypen. Ja, ja. Also, kann es uns nicht anhaben. Also, da drin habe ich gesehen, da jetzt da ist noch viel mehr, da ist noch, was man alles machen kann, noch mehr Programm, Produktkatalog. Also sie nehmen sich da wahnsinnig Mühe und
haben einen Haufen Vorschläge, was man alles kann machen kann. Was ist das da? Das hast, glaube ich, du angeschaut, hm? Ja, du kannst einfach ausfüllen, wie dein Befinden ist. Du kannst so ein letztes Smiley machen oder das Lachsmiley. Ah, das ist nicht der. Ah, der ist dort, der Wohlfühl. Der, wo wir anfangen, ist der. Der Wohlfühlpass. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen der Frust für mich. Also da können wir aufschreiben, wie es uns so geht. Die Verdauung und so, Tag 1 bis Tag 90, je nach Programm, wie man machen will. Und da fängt es schon an, oder? Tag 1, Gewicht. Also müssen wir dann auf die Waage. Und dann habe ich da schon mal etwas vorbereitet. Und zwar, wir müssen uns messen. Nein, nicht da. Es ist da genau, wo man muss. Okay. Aber das schauen wir dann auch nach dem Stehvermögen. Gut, also das machen wir dann noch. Und Fotos müssen wir auch noch machen. Vorne, seitlich, hinten. Gut, also wenn wir anfangen wollen, wir haben hier ein ganzes Szenario von Sachen, die wir jetzt hier probiert haben herauszufinden. Und dann gibt es so einen Plan. Das ist ein bisschen viel auf dem Mal. Na und? Was muss man da alles machen? Also als erstes am Morgen kommt der. Supergreen! Reklame auf die Seite. Supergreen, was macht denn der? Supergreen, der macht... Entsäuert, entgiftet, reinigt, begünstigt die Sauerstoffkonzentration im Körper, entschlackt das Bindegewebe und wird regenerierend. Ein Esslöffel. Gestrichener Esslöffel, 2 Liter Wasser und verteilt über den ganzen Tag. Aber der mit dem Bindegewebe, dann verliere ich jetzt meine Orangenhaut. Und wenn ich keine Orangenhaut kann, was für eine? Du kriegst meine über. Auch wieder grün. Grün. Mal gucken. Apropos grün. Damit ihr das wissen, wir haben vor das ganze Video schon mal aufgenommen. Und ich bin nicht fähig gewesen, um hier richtig zu drücken. Und hat nur einen Ton gehabt und einen blaren schwarzen Film. Also irgendwie sollte jetzt eigentlich hier an dieser Stelle ein Beitrag kommen. Aber ich schlage vor, wir machen einfach mal weiter. Pleiten, Pech und Pannen TV. Also. Gut, das als erstes. Dann kommt der Matcha. Oder Matcha. Matcha-Tee. Ah, das ist der. Ein Beutel nach Belieben in einem Liter Wasser. Und wie man hier sieht, fehlen hier ein paar. Und zwar ist das so: das ist so Beuteltee hier. Da drin ist Pulver. Und der ist auch grün. Und wie sagt man dem? Schmeckt sehr gut, darum habe ich schon ein paar von denen gesoffen. Aber wir holen nochmal neu. Was macht der Matcha-Tee? Also du hast ja gesagt, du hättest den vorgängig genommen, wegen der Wirkung auch. Und nebst dem auch sehr gut schmecken. Also besser schmeckt wie ausgesehen. Alles, was grün ist, soll gesund ist. Sein. Für Ausdauer, mentale Stärke, eben damit du magst filmen, oder? Verbessert Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, aktiviert den Stoffwechsel und wirkt stimmungsaufhellend. Darum habe ich gute Laune. Ein Beutel, knapp ein Liter Wasser, nach Belieben. Also da kann man nicht. Da kann Faktor. Man auch warm oder kalt, gell, hat er gesagt. Ja, genau. Ja. Gut, dann nachher morgens nach dem Aufstehen. Das da, das ist Powerway Plus. Da muss man Kapseln nehmen, je nachdem, wo man sich befindet, also welchem Tag das man ist, zwischen 2 bis 5. Am Morgen? Ja, nach dem Aufstehen. Okay, die sind auch grün. Hat ihr nicht mal etwas Blaues getroffen? Ich habe so eine blaue Pille gefunden. Blaue Tabletten ist ja scheiße, wenn sie blau sind. Grün ist super Farbe. Ja. Meine Lieblingsfarbe übrigens. Was macht der? Powerway, das macht. Entgiftet und entschlackt, aktiviert den Stoffwechsel, bindet Parasiten und eliminiert diese aus dem Darm. Parasiten? Ja. Zahlen die nicht, die sollen gehen. Mach dich raus, ja! Alles klar. Dann noch einen. Haben wir vor dem Frühstück das Life Fiber, oder wie man dem sagt. Ich bin nicht so gut im Englisch. Englisch für Fortgeschrittene, Englisch for Runaways. Life Fiber.
Leihfiber. English for Runaways. Keine Ahnung. Leihfibier. Leihfibier. Ich nehme an, es heisst Leihfiber. Keine Ahnung. Vor dem Frühstück. Der bringt den Darm in Bewegung und löst Verkrustungen. Reinigt den Darm aktiv, aktiviert die Darmflora, stärkt das Immunsystem durch Reaktivierung des Stoffwechsels. Schmeckt's? Muss ich mal probieren. Pfeffer. Schmeckt wie Pfeffer. Das schmeckt. Ja. Pfeffer. Hä? Ja. Ist es morgen? Ja? Nein, scharf nicht, aber muss ich mal den Finger, muss ich mal probieren. Einmal. Das ist ja süß. Gell? Süßer Pfeffer. Geil. Okay. Mal, kann man gehen. Tipptopp. Der ist eben für, das habe ich gesagt, vor dem Frühstück. Und dann kann man dann einen Shake machen. Was ist das dort drin? Das vor dem Schlafengehen. Das ist vor dem Schlafengehen, das ist Aloe Vera. Aloe Vera. Nein, aber die Vera ist eine andere, das ist nicht die, die du kennst. Und zwar steigert das allgemeine Wohlbefinden, wirkt beruhigend auf den Körper und Verdauung, dient der Versorgung mit Nährstoffen. Hm, da. Nimmst du den? Das ist aber zum Trockenbleiben. Willst du mir mit dem etwas sagen? Ah, die sind auch grün. Ja. Also ich glaube, soll ich das und du das? Du nimmst den und ich den. Okay. Ja. Gut. Das vor dem Schlafen. Okay. Ja, und dann haben wir eben dann noch unseren Shake, der Complete. Das ist dann die Riesenbütze da. Jetzt haben wir oben und das kann man zum Mittag. Das kann man entweder zum Morgen, zum Mittag oder zum Nacht nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Und Mittag und Abend kannst du austäuscheln. Und wenn du täuschst, dann darfst du da so einen feinen Teller haben. Ich habe ihn schon mal vorbereitet. Eier! Da habe ich Sie richtig verstanden. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier! Boah, das ist scharf, das ist auch hey. Das ist gesund, scharf ist gesund, sagt man. Nimm mir noch eine, ja? Ja. Ich habe ein Rüebli mit Liebe vorbereitet. Ich sehe, das ist richtig schön reingelegt. Und, ja. Und was ist das da? Und das ist eben dann der Shake, der Complete. Das ist eigentlich zum Nähren. Also Regeneration von Muskeln, Knochen, Haut und Haar. Zellversorgung aktiviert Hormone, Stoffwechsel und Nährstofftransport, wie zum Beispiel von Eisen. Und wirkt gut sättigend. Ich habe etwas gefunden. Ah, das ist der Test. Das ist die erste Hürde. Finde den Löffel. Ah, okay. Oh, sorry. Die Büchse wäre jetzt dann wieder leer. Und dann hat es so einen coolen Shaker dazu gegeben. Und dann habe ich da den Ballen gesehen. Seht ihr den? Ich habe schon gedacht, das ist Pirana. Ich habe gedacht, was macht der da drin? Aber der Werni hat mir erklärt, das ist das Beste zum Shaken. Wie viel muss man da rein leeren? Ah, da haben wir. Zwei gestrichene Espresso. Ja, gestrichen, ja, wir nehmen es dann hier genau. Ja. Nicht, dass wir dann einmal zu viel aufs Wetter sind. Das ist jetzt Dienstnacht. Das ist meine Nacht, ja, das habe ich auch gedacht. Juppi! Du! Ich freue mich! Da musst du jetzt durch. Da musst du durch, das wird schon gehen. Ja, ja. Ich nehme den auch, aber ich schaue jetzt schon mal. Ich nehme es erst noch zwei Stunden. Nach zwei Stunden bin ich da auch dabei. Man rufe meinen Vorkoster! Bin ja schon da! Ja, das ist doch super. Und dann machen wir das mit einem halben Liter Wasser anmachen. Ich koche. Immer für die jetzt Nacht. Weil wir jetzt machen eine Fischauflauf und nach einem alten Hausrezept von die Tante Hosen. Kleine, ganz quick lebendige Fischen. Ich habe schon liebe Werni da, he? Wenn er sich so mich sagt. Das ist übrigens super Wasser vom Yves. Genau, das ist belebt. Ich nehme es mit dem Wunder, ob das so eine chemische Keule ist oder ob man das wirklich trinken kann. Wie lange muss man das schütteln? Ich weiß gar nicht. Wie lange wird das gekocht haben? Ja, ich muss auch fragen, wie lange wir noch Zeit haben. Vor die Leute weglaufen, sollte es fertig sein.
Da muss man auf den Zähler schauen. Und wenn ein Kanal monetarisiert ist, dann muss ich sagen, jetzt muss ich noch eine Minute lang verzögern, damit... Sollen wir noch Werbung machen? Also da. Da. Okay. Also, willst du probieren? Ja, eigentlich nicht, aber... ich mache es jetzt mal. Probier du mal. Ja, also gut. Innen mit dem Zeug. Das ist echt lecker. Ja. Willst du mal probieren? Also es schmeckt gar nicht cremisch, finde ich. Nein. Das ist noch cool. Mit so einem Schüttel. Vielleicht ist noch nicht alles aufgelöst. Nein, also ich finde es tiptop. Gut, natürlich mit unserem Wasser ist halt auch der Burner. Das ist genial. So, das also, die Pere, wir gehen jetzt kurz nachlesen. Viel Spass. Danke. Nachher sehen wir uns noch mal, dann kriegst du noch zwei Schlaftabletten. zwei Kapseln. Ja. Hallo Vera. Hallo Vera. Vor dem Schlafen gehen. Holen wir dir noch dazu, zum Schlafen gehen. Gut. Alles klar. Super. In dem Fall, danke vielmals fürs Zuschauen. Ihr seht, wir haben einen Haufen vor uns. Wir kommen nächstens zum Teil 2. Ja, rum. Ja, Minznacht. Du musst jetzt das essen. Also gut, so kann es aussehen. Ein guter dem Fall. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn auch immer guten. Ja. Tschüss zusammen. Wenn auch immer ihr das Video schaut, Teil 2 kommt demnächst mit dem Rest, was wir da alles probiert haben. Vor allem, du hast zwei WC. Wird es noch lange dauern, Sir? Keine Ahnung. Ja, das ist das Wichtigste im Moment. Wir kommen einander in die Quere. Also, in dem Fall, wir sagen euch, wie das gelaufen ist. Wir machen das Experiment, geht 30 Tage. Wir melden uns immer wieder Teil 1 bis daher. Wenn es euch gefallen hat, ein Like unter das Video. Ansonsten erzählen Sie nicht weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn immer ihr aufs Video schaut. Tschüss! Ciao! Ich habe fertig.